Zum Beispiel, ich war gestern bauchfrei in der Sendung. Ich bin 39 Jahre alt. Kann ich das machen? Oder wer sagt, dass ich es nicht machen kann? Also das ist dann so, dass du dir auch Gedanken dann darüber machst. Ja. Also nicht einfach, ich mache bauchfrei, sondern du gleichst es dann mit dem Alter ab und. Ich denke mir halt, wer könnte was denken darüber, dass ich es mache, weil ich bin keine 17 mehr. Aber letztendlich, das sind so die Fragen halt, ne? Oder 90% meiner Freundinnen sind Mütter und die fragen sich dann, kann ich eine gute Mutter sein, wenn ich gleichzeitig aber auch arbeite? Kann ich also Mitarbeiterin sein, wenn ich doch zu Hause ein Kind habe? Das sind solche Probleme, glaube ich, die gerade wir Frauen haben. Ich habe selten einen Mann erlebt, der sich darüber Gedanken macht, ob er ein guter Vater sein kann, weil er arbeiten geht. Für die ist das selbstverständlich, dass es so ist und dass vielleicht auch die Frau da mehr übernimmt. Ich will es jetzt auch nicht pauschalisieren, aber das sind so Themen, glaube ich, die gerade wir Frauen in unserem Leben haben. Oder sind meine Lippen heute zu pink? Sind deine Lippen heute zu rot? Übrigens Ne? drüben, ne? Pink, hier rot. Ja, wir sind ja schwarz-weiß. Ja. Genau. Ja, und auch bist du zu grell geschminkt oder bin ich zu viel geschminkt? Das sind lauter solche Geschichten. Es gab jetzt ein Video, Cynthia Nixon hat das aufgesprochen von einem Gedicht von Camille Rainville. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das hieß Be a Lady, They Said. Und es geht auch so ein bisschen um diese. Ja, diese Rollen, die wir Frauen erfüllen müssen. Also wir sollen dünn sein, aber wir sollen auch nicht zu dünn sein. Wir sollen nicht fett sein, aber wenn wir zu dünn sind, das ist auch nicht schön. Und wir sollen Erfahrung im Bett haben, aber wenn wir zu viel Erfahrung haben, ist es auch nicht richtig. Es sind ja auch so diese Ja, Gegensätze, ne? Gegensätze, die wir vielleicht auch in unserem Leben erfüllen müssen. Oder wer sagt das, dass wir sie erfüllen sollen? Du hast mir, bevor es losging, Jane, einen Teil vorgelesen. Wir müssen nicht alles vorlesen, das ist ziemlich lang. Aber ich finde, es hat, wenn man es so vorliest, würdest du uns einen Einblick geben, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, was für alle, die den Text nicht kennen, und ich kannte ihn auch nicht. Ja, also ich habe das mitgebracht, Anne, weil es jetzt gerade, es ist sehr aktuell in den Medien gewesen. Es hat sehr viele Klicks bekommen. Viele Frauen haben darunter ihren Kommentar geschrieben. Be a lady, they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Your pants are too tight. Don't show so much skin. Don't show your tights. Don't show your breasts. Don't show your midriff. Don't show your cleavage. Don't show your underwear. Don't show your shoulders. Cover up. Leave something to the imagination. Das sind diese Gegensätze. Oder be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Don't be too large. Don't be too small. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Be a lady, they said. Wear makeup, prime your face, conceal your blemishes, contour your nose, highlight your cheekbones.